Hallo und herzlich willkommen zu Bitcoin und Co. einfach erklärt. Mein Name ist Nicola und heute möchte ich dir in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigen, wie das mit den Kryptowährungen funktioniert. Los geht's! Eine Kryptowährung ist ein digitaler Vermögenswert, vereinfacht ausgedrückt digitales Geld, welches du zum Beispiel als Tauschmittel nutzen kannst. Du kannst also jemanden, genauso wie zum Beispiel mit dem Euro, mit einer Kryptowährung bezahlen und erhältst zum Beispiel einen Stuhl dafür. Mit einer Kryptowährung bezahlt werden oder bezahlen funktioniert, vereinfacht ausgedrückt, ähnlich wie mit deinem Girokonto. Im Netz kannst du das digitale Geld von jemandem geschickt bekommen oder natürlich auch an jemanden versenden. Genauso wie zum Beispiel das Wort Obst, der Oberbegriff für Obstsorten sind wie zum Beispiel Äpfel, Birnen, Bananen und so weiter, sind die Begriffe Kryptowährung oder kurz einfach nur Kryptos, Coins und Token die Oberbegriffe für alle digitalen Währungen auf dem Markt. Einer der Unterschiede ist, dass du das uns bekannte Geld zum Beispiel abheben und in dein Portemonnaie bzw. Geldbörse stecken kannst. Das digitale Geld bleibt dagegen immer, vereinfacht ausgedrückt, im Netz. Du kannst es also physisch nicht in die Hand nehmen. Und warum gibt es nun diese Kryptowährungen? Die Idee hinter den Kryptowährungen ist die, dass wir mit dessen Nutzung frei und somit unabhängig sind. Mit Unabhängigkeit ist zum Beispiel gemeint, dass wir keinen Regierungen, Staaten, Banken und so weiter mehr vertrauen müssen, da seine Nutzer also, wenn du möchtest, über und durch dich das System in sich selbst kontrollieren. Mit Freiheit ist zum Beispiel gemeint, dass niemand zum Beispiel dein Konto einfrieren bzw. dein Geld beschlagnahmen kann, nur weil ihm bzw. ihr deine Herkunft bzw. deine Nationalität, dein Geschlecht, dein Einkommen oder deine politische oder religiöse Einstellung nicht gefällt. Ein weiterer Vorteil ist, durch die Zentralbanken kann das jetzige Geld zum Beispiel in einer Krisenzeit wie Corona oder einem Krieg jederzeit nachgedruckt werden, was dazu führt, dass es immer weniger wert ist. Stichwort Inflation. Die bekannteste Kryptowährung ist der sogenannte Bitcoin. Der Bitcoin ist seit seiner Entstehung bis heute durchgehend von allen Kryptowährungen die digitale Währung mit der höchsten Marktkapitalisierung. Stand heute sind es 747 Milliarden Euro. Unter Marktkapitalisierung versteht man normalerweise den aktuellen Börsenwert eines Unternehmens. Dieser berechnet sich aus der Anzahl der Aktien mal dem Kurs. Der Bitcoin ist allerdings nicht, wie allgemein gesagt wird, die erste digitale Währung. Es gab vor ihr schon einige Versuche, wie zum Beispiel DigiCash, HashCash, BitGold und BeMoney, die aber an verschiedensten Dingen gescheitert sind. Sie ist jedoch tatsächlich die erste funktionierende digitale Währung auf dem Markt und wird deswegen als die Mutter aller Kryptowährungen bezeichnet. Mittlerweile haben sich nach dem Bitcoin noch viele weitere digitale Währungen entwickelt, zum Beispiel der Ether. Achtung, hier wird oftmals das Wort Ethereum genutzt, welches jedoch genau genommen falsch ist. Ethereum ist der Name des Unternehmens, der Ether ist dessen Kryptowährung. Dann gibt es noch Cardano oder auch Binance Coin, nur um die zurzeit stärksten zu nennen. Alle nachfolgenden Währungen, also alle Kryptowährungen, die nach bzw. neben dem Bitcoin auf den Markt gekommen sind, werden als Altcoins bezeichnet. Hier bezieht sich das Wort alt allerdings nicht auf das tatsächliche Alter einer Währung, sondern steht für alternativ zu Bitcoin. Laut Wikipedia, Stand 14.07.21, gibt es mittlerweile ca. 10.800 Kryptowährungen auf dem Markt. Bei dieser unglaublichen Menge kann man schon mal den Überblick verlieren. Damit das nicht passiert, solltest du dich unbedingt bei einem Kauf an dem jeweiligen Symbol orientieren, das jede digitale Währung in Form von 3 bis 5 Buchstaben hat, vergleichbar mit den Symbolen unserer Flughäfen. Dies ist wichtig, da einige Coins vom Namen her ähnlich klingen, jedoch, vereinfacht gesagt, nichts miteinander zu tun haben. Zum Beispiel Bitcoin, Bitcoin Cash, Wrapped Bitcoin, Bitcoin BEP2 und so weiter. Ansonsten könnte es sein, dass du eventuell aus Versehen in eine andere Kryptowährung investierst, als du ursprünglich geplant hast. Und lohnt es sich denn nun in Bitcoin zu investieren? Wir alle wissen, wie schnell sich unsere Welt von analog in digital verwandelt hat.
Von daher sollten wir uns auch unbedingt mit diesem Thema beschäftigen, um zumindest nicht eventuell den Anschluss zu verlieren. Da schon immer dazu geraten wurde, sein Portfolio möglichst breit zu diversifizieren, was nichts anderes bedeutet als sein Erspartes auf verschiedene Möglichkeiten wie zum Beispiel ETFs, Gold und so weiter zu verteilen, ist es nun ebenfalls ratsam, zumindest einen Anteil auch in Bitcoin zu investieren. In diesem Video erhältst du eine Schritt-für-Schritt-Kaufanleitung, wie du Bitcoin bzw. ab 10 Euro die kleinere Währungseinheit Satoshi kaufen kannst. Den Link zu dem Video findest du, wenn du rechts oben auf deinem Bildschirm auf das kleine i klickst oder unten in der Videobeschreibung. Klicke auf das verlinkte Video und schau es dir an, um nicht eventuell den Anschluss zu verpassen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, klicke auf Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Bis gleich im nächsten Video von Bitcoin und Co. einfach erklärt. Liebe Grüße, deine Nicola.